Hey guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Game auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich als Elise im Jungle in Aktion sehen. Des Weiteren ist mal wieder die wundervolle Bakemonogatari mit dabei, alias auch Sassy genannt. Ich freue mich echt darüber, dass sie dabei ist. Vor allen Dingen, sie spielt Ahri, das heißt, an sich haben wir das Spiel praktisch schon gewonnen. Gut, was kann man hier noch zum Matchup sagen? Ich spiele hier Elise gegen Kha'Zix Jungle. Kha'Zix Jungle ist extrem vital nach meiner Meinung, aber das habe ich, glaube ich, schon des Öfteren gesagt in manchen Gameplays, wenn ich keinen Kha'Zix gespielt habe, aber das ist eine andere Geschichte. Des Weiteren anscheinend ein Poppy Anivia gegen Wullibear. Interessantes Matchup, kann man so nehmen. Wullibear wird da wohl schon teilweise seine Probleme haben, da ranzukommen gegen Anivia. Vor allen Dingen, weil sie eben stunnen kann, sie hat einen Slow, sie hat im Endeffekt alles, was ein Wullibear ziemlich abfucken kann. Des Weiteren noch anscheinend hier Grace als ADC gegen Ashe. Ich würde mal sagen, das ist ein schlechtes Matchup für Grace sogar, weil Ashe hat eine extrem hohe Range mit 600 Units. Und zudem hat sie noch eine Soraka an ihrer Seite. Das heißt, das macht keineswegs Spaß für sie. Gut, Midlane anscheinend Ahri gegen Vega, aber da ist an sich sowieso alles schon geklärt. Und wie ich gerade sehe, mein Lieblingsskin von Ahri, Dynastie Ahri, bester Skin. Falls ihr ebenfalls Dynastie Ahri richtig gut findet, einfach in die Kommentare schreiben und eventuell noch ein Like da lassen. Oh ja, ich bin richtig like-geil. Oh, so richtig. Merkt man immer an meiner Art natürlich. Gut, ist die Frage, wann wir endlich mal in-game kommen. Weil ich langsam mal heiß bin, die Gegner richtig auseinanderzunehmen. Da sind wir ja schon. Perfekt. Ich überlege gerade, wir machen das einfach mal so. Wo ich kann mal einen Trick zeigen. Wir nehmen einfach mal keine Trick-Kit mit. Gleich werdet ihr das sehen. Und zwar, ich habe eine Trinket. Einfach so aus nichts. Falls das jemand noch nicht kannte, das wurde von Riot irgendwann mal eingeführt, dass wenn man zum Beispiel seine Trinket vergisst, dass das dann automatisch beim Rausgehen hinzugefügt wird. Auf jeden Fall eine nette Sache für Leute, die das des Öfteren vergessen, eine Trinket zu kaufen. Wusste ich vor kurzem erst auch nicht, aber jemand hat mich dann aufgeklärt diesbezüglich. Lee's Jungling ist ziemlich einfach gehalten. Man kommt auch ziemlich einfach mit ihr durch den Jungle durch. Doch teilweise an den Spider links. Soweit ich mich jetzt entsinnen kann, heißen die so. Spider Queen, interessiert kein Spiderling, maximal zwei. Gut, mehr wollten wir eigentlich nicht wissen. Gut, ja, ist connected, soweit ich das jetzt sehen kann. Top Lane. Wir haben extrem viel AP-Schaden, wie ich gerade bemerkt. Wir haben Midlane Ahri, Top Lane Anivia und mich als Jungler, als Elise. An sich hätte ich auch Elise spielen können, aber ich wollte nicht. Wir haben kein Blitzcrank oder ähnliches, oder? Nein, scheinbar nicht. Das passt zu weit. Jetzt schauen wir mal, wie schnell wir den runterkriegen. Ja, das könnte auch schneller gehen. Ich kalte mal kurz. Dass ich den ein bisschen. Ist mir was entfallen. Super, auf jeden Fall wollte ich den ein bisschen kalten, dass ich nicht so viel Leben verliere. Genau. Das war eigentlich die Hauptintention dahinter. Man merkt schon, es ist langsam spät. Komm. Danke. So, wir haben geht nach Jungle Kha'Zix mit Thunderlord. Mal sehen, ob der mich invaden wird. Bin schon gespannt. Ich werde einfach mal hier warden. Mit einem Smurf adden. Ja, das wäre möglich. Wieso sah ich das eigentlich gerade? Während der Aufnahme. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Weil ich ein Retard bin. Der hat gewollt, der Wullibear. Genau gesehen.
Sehr schön. Ich bin nicht Stufe 4, wie ich gerade sehe. Ich weiß nicht, dass der Kalix vorbeikommt und mich abholt. Aber sieht nicht danach aus. Ah, unlucky. Ich dachte, die würde ich noch bekommen. Ich habe mich geirrt und die spielt ja extrem defensiv, die gegnerische Ahri. Ah, doch Ahri gegen Ahri Matchup. Und dann haben sie Support Vega. Ja, Support Vega. Schon die Golems hier und dann geben wir Berg wahrscheinlich. Ach so, die kann ich gar nicht mehr smiten, wie ich gerade sehe. Warum das denn? Flash Kha'Zix. Hast du die geflasht? Nein. Sehr gut, der Top-Laner macht alles soweit richtig. Wie ich das so vernehmen kann. Überlebt hier. Spielen wir das aus. Okay. So wollte ich es eigentlich nicht machen, aber naja. Mehr Schaden machen, aber ich habe mich echt geirrt. Schade. Na, die kommen nicht wieder. Bezweifle ich jedenfalls mal stark. Kann an sich auf der Lane bleiben. Ja, das war echt extrem schlecht gespielt. Da sieht man auch, ich sollte wieder mehr. Ich sollte wieder mehr. Elie spielen. Muss man so stehen. Ah. Level 6 erreicht. Top-Laner macht alles richtig. Anivia One-Trick, würde ich sagen. Aber wir, müssen uns ein bisschen ranhalten. Drake machen wir vorerst auch mal. 27 CS zu 46. Ich bekomme kein Herz, okay. Das werde ich mir merken. Das nächste Mal.
Eventuell den Kokon noch einsetzen, den Kokon einsetzen sollen. Kokon. Den Verkalix abgeholt, weil er eine Sekunde nicht aufgepasst hat. Fällt mir soweit. Ich mach die Golems mit und dann gehen wir basen. Obwohl, vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit auf der Top-Lane. Das könnte durchaus sein, aber anscheinend nicht. Bot-Lane sieht eigentlich soweit auch gut aus. Vor allem ist halt Ashe und Soraka Bot-Lane. Jetzt gehen wir nochmal Top-Lane. Ich habe meinen Kukul. 3. Wow. Sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, warum der einfach so stehen geblieben ist. Ich dachte wirklich, der würde entweder flashen oder eventuell nach hinten laufen. Oder irgendwas in dieser Art und Weise halt. Irgendwas einfach. Komm, niemals. Oh. Der ist tot. Sehr schön gemacht. Ist auch noch gestorben. Okay, dann hätte ich mal vielleicht länger drauf schauen sollen. Ich dachte, die hätte genug Leben gehabt, dass sie das halbwegs überleben kann. Never lucky. Aber wenigstens können wir dann die XP mitnehmen. Ich habe gar keine. Okay. Der Vega überlebt es tatsächlich. Lauf weg, Ash. Gib Bottom. Die Ward ist ausgelaufen. Passt soweit. I know what lurks in the shadows. Wow, was ist denn das für ein Damage gewesen? Ich hatte doch meine Spider. Wieso hat denn der mich isoliert? Wie bitte? Ich frage mich gerade echt, wie er es geschafft hat, mir so dermaßen viel Damage zu machen. Das war ja strange. Wenn wir noch ein Buch mitnehmen. Das war ein richtig schlechter. Ach, sie hat gar nicht geschafft, wie ich gerade sehe. Oh, das war's mit dir, meine Gute. Tja, wo liegt das Bottom? Das heißt, er kann vorerst nichts machen. Level 9, K6 Level 8. Ja, den könnte man sich machen. Sollte eine Möglichkeit sein für uns. Ja.
Ja, machen wir es mal so. Vor allem Kha'Zix war in etwa hier, das heißt, das sollte viel sein. Stay free! Wollt ihr den haben? Ne, die wollte nur eine Wortstellen anscheinend. Sich kann ja Sassi jetzt halt nach dem Blue fragen. Gib ich auch gerne ab. Auf ihr bringt er, glaube ich, mehr als auf mir. Naja. Nimm ich mal das hier. Das Raptoren-Camp. Rhaegar kommt wieder auf die Lane. Stay free. Da nimmt sich aber mein Blue Buff, geht natürlich auch. Wunderbar. LOL, okay. Das war richtig bad gemacht, eigentlich dachte ich wirklich. Die macht das schon. Das war richtig boosted von mir. Was mein Team? Alles hier ist bekommen. Der nächste Drake ist was für einer? Fire Drake. Haben wir jemanden bekommen? Nee, wir haben jemanden bekommen. Das ist natürlich noch besser. Na, kein Double Buff mehr. Na, der Flash war übertrieben. Sehr schön. Nie wieder mit den 7-0. Wunderbar. Ach, 6 ist es. So lobe ich mir das. Guys.
Klar, ich habe Cocoon gefällt, aber ansonsten habe ich genug Burst Damage, um den zu killen. Ich glaube, ich sollte nicht hier bleiben. Was geht hier mit Bestechungsgeldern hier los? 08, Woolly Bear. Das tut weh. Unstoppable. Oh, es hat nicht gereicht. Verwunderung, oh Verwunderung. Verwunderung, oh Verwunderung. Anja, unsere Ari ist gestorben. Sollte runter, Bro. So, geht doch. Das super bad war. Mein Freund. Ja, ich sagen, aber du stirbst. Oh, herrlich. Ah, Fire Drake ist ab. Tower kann Ash machen. Ich hatte keinen Smite ab, das war das Beste an der Sache gerade. K6 AFK oder wie? Okay. Obwohl das K6, wie ich gerade sehe. Ich hätte das nochmal smiten sollen. Mal sehen, was dann passiert wäre. Wäre interessant gewesen. Wahrscheinlich gar nichts. Das Spiel kenne. Oh. Weiter geht's. Stripbuff. Wir sind ein Level ahead. 20 CS gegenüber den Level, gegen den K6 auch ebenfalls ahead. Ordentlich. Ich glaube, er trollt die ganze Zeit jetzt rein, der Woolly Bear. Und wird teilweise vor. Ist hier jemand? Leider nicht. Wow, ich hätte eh hin sollen. So much Hass. So much Hass. Ich hält, sondern Hass. Komm, komm. Nice, mein Assist bekommen. Worth. Das einzige, was ich wollte, Worth. Wobei, das ist ein Caster.
Da bringt mir sogar eher das hier was. Ja, die haben an sich auch wirklich nur zwei AD, da die Caster sind. Für mich ist Girls auch ein Caster. Ist einfach eine Tatsache. Obwohl, ich sollte vielleicht mal orten. Das vergesse ich halt auch immer wieder. Sehr, sehr gerne. Oh, passt das jetzt auch? Der Vega. Naja, sie haben relativ viele Flashes für mich geburnt. Und die Ash. Sorry, Ash, für dich, aber na, du warst halt ein leichtes Opfer. Und mobile Champions werden gerne rangenommen. Ah, schade. Tja, keine Assist bekommen bei 3 Kills. Ich würde sagen, es war worth. Tja, ich habe einen Tau bekommen. Genau so war es geplant. Na, sie hätten mich sogar theoretisch töten können. War nur eine Theorie. Das ist sie tatsächlich. Was macht der da jetzt? Okay, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Der ist tot. Ha, es ist bekommen. Dann let's go. Anivia heute noch. Funktioniert relativ gut mit Elise. Mit ihren Spinnen. Ich frage mich auch teilweise, warum Elise nicht mehr so häufig gespielt wird. Für mich ist sie super strong. Welcher Drake ist das? Ocean Drake. Der zweite Ocean Drake. Ich glaube, es wird auch der letzte Drake sein in diesem Game. Wow, ich dachte, der würde rüberspringen. So intelligent war er dann doch nicht. Oh, hi. Das habt ihr alle nicht gesehen gerade, übrigens. Das war eine Fata Morgana. Okay. Wieso bin ich jetzt auf die Ari gesprungen? What? What? Okay. Kann mir das gerade jemand erklären, warum ich auf die... Ich bin noch hochge... Also ich habe meine... Ich hieß nochmal mein Repeal benutzt, oder? Ich habe mein Repeal benutzt, also meine E-Fähigkeit.
Da bin ich mir 100% sicher. Aber ich habe nicht auf Ari geklickt. Hat die mich gescharmt? Während ich repealed war? Also, es war gerade extrem strange. Tut mir leid, also verstehe ich jetzt nicht ganz, warum ich jetzt da gestorben bin. Muss ich wohl so hinnehmen. Verstehe ich jetzt echt nicht. Naja. Das ist echt strange gewesen gerade. Nun ja. Kämpfen weiter. Ich bin nur Stufe 14. Das ist echt früh im Bett. Okay, ich verstehe nicht, warum der weiterfightet. Und ich treffe momentan meine Kokons nicht. Ja, ich werde es jetzt dauernd so sagen. Kokons. Ja, das hört sich komplett dämlich an, ich weiß. Stufe 15 erreicht, immerhin. Anivia ist tot. Zum ersten, ne, zum zweiten Mal sogar schon. Der hat, glaube ich, darauf nur gewartet. Nächster Drake ist Norman Ocean Drake. Ashy ist auch gestorben, ich gerade sehe. Naja, es passiert. Wir sagen, unlucky game, unlucky life. Hi. Das tut wenig, wa? Ah, schade. Keine Sorge, gibt's recht rot. Wird dein Leiden ein Ende machen. Oh. Sie haben surrendered. Wer hätte es gedacht? Es war doch total ausgeglichen, das Match hier. Nun ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, see ya guys.